Hallo, willkommen auf unserem Kanal rund um den Sichtbeton. Diesmal hier mit einem neuen Video für die Deckenkosmetik. Wir bearbeiten hier eine Fläche im Außenbereich. Wenn ihr wissen wollt, wie wir diese reparieren, reinigen, spachteln und retuschieren, dann bleibt gern dran. Das Video ist in mehreren Teilen aufgeteilt. Wir sind nun hier angekommen im Teil 2, das Spachteln. Beginnen wir erstmal an der Decke mit Löchern und Vertiefungen. Die spachteln wir im Kreuzgang zu mit unserem Betonspachtel Arounder. Dazu gehen wir kreuz und quer über die Löcher, um die auch rechts und links an den Flanken zuzubekommen. Auch kleine Vertiefungen oder Abplatzungen an Schalungsübergängen spachteln wir mit unserer Allrounder-Spachtel, ein Zungenbrecher schlechthin. Ich spachtel diese von zwei Seiten und ziehe sie kreuz und quer ab und nehme dann eine Klettkelle und klette alles nochmal ordentlich nach. Das Ganze lasse ich jetzt kurz ein wenig ansteifen, bevor ich mit dem zweiten Schritt beginne. Nun nehme ich meine Klettkelle und schneide die angesteifte Betonkosmetik-Spachtel mit der Kante über die Fläche und schneide somit die Spachtel. Kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen. Auch an der Schalungsfuge schneide ich mit der Kelle die Masse, um möglichst einen glatten Übergang zu erzielen. Das ist ja eh unser Ziel, dass wir die Struktur des Betons erhalten und keinen Auftrag, also keinen Materialauftrag, also einen Ansatz auf dem Beton haben wollen. Soll dann später ein fließender Übergang von Beton zu Spachtel sein und es soll nicht spürbar sein, dass da irgendwas drauf gespachtelt ist. Die Lasur macht dann optisch den Rest. Aber hier kriegen wir das erstmal jetzt so hin, nach der Technik, dass wir eine ultra glatte Oberfläche erzielen, so wie auch der Beton ist. Die Betonkosmetik-Spachtel hat übrigens die beste Konsistenz, wenn sie nicht mehr am Finger klebt, wenn man eine Probe macht. Das bedeutet, dann ist sie tack und beim Schneiden nicht mehr an der Kelle kleben bleibt. Somit kann man perfekt Kanten, Löcher und solche Schalungsübergänge, wie sie hier sind, modellieren und auch strukturieren. Nun werden wir noch einmal auf die Stützenköpfe bzw. Übergänge zur Decke eingehen, wie wir diese spachteln. Nachdem wir alles gereinigt, grundiert haben und diese getrocknet ist, werden wir jetzt hier mit unserer Betonkosmetik-Spachtel Arounder einmal alles spachteln, die Spachtel wie beschrieben anmischen. Und nun in die Fehlstellen reindrücken und kreuz und quer bzw. seitlich kletten bzw. abziehen. Wichtig ist hier wirklich der Kreuzgang, dass wir auch im Untergrund komplett alles schließen. Also vorher mal die Kelle hier ranhalten und prüfen, ob das jetzt hier oben einfällt. Na, zum Beispiel, ob wir da eine Lücke haben, dass das jetzt reicht. Das reicht jetzt. Das lassen wir dann so stehen, wie es erstmal ist, und lassen es ein bisschen ansteifen. Hier kann man jetzt schön sehen, wie ich das auftrage und gleich kreuz und quer alles komplett nochmal abziehe, um die Fläche dann wirklich zu verdichten und in den Untergrund einzubringen. Ja, natürlich jetzt besser, wenn die Spachtel ein klein wenig dicker wäre. Dann nehme ich mir immer hier was drauf und dann setze ich das hier an und dann quaddel ich das hier so ein bisschen. Wie sieht das aus? Dann quaddelst du das hier raus. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Das können wir jetzt zuerst mal so stehen lassen. Quaddeln. Quaddeln, ja, das nennt man quaddeln. Ach, das ist ein richtig echter Begriff. Hä? Das ist ein richtig echter Begriff. Ja. Quaddeln zum Beispiel. Tust du auch, wenn du jetzt Beton machst, ne? Und dann gibt es so eine Kartätsche, wo du das dann abquattelst quasi, den Beton.
Vibriert, Vibrator. Nee, ist kein Vibrator. Das ist nur diese Latte. Nachdem wir nun die Spachtel ringsherum ordentlich aufgetragen haben, werden wir jetzt das wieder ein wenig stehen lassen, genauso wie auch bei den Lungen in der Decke bzw. an den Schalungsübergängen, und später werden wir das dann schneiden. Je nach Temperatur benötigt die Spachtel zum Einsteifen länger oder weniger, deshalb behaltet die Spachtel im Blick oder geht ab und zu mal hin und prüft nicht, dass euch dann die Spachtel zu hart wird und ihr könnt sie nicht mehr schneiden. Sollte dieser Fall eintreten, müsstet ihr das dann mit einem Stein oder mit einem Pad und Maschine schleifen. Dazu benutzt aber bitte eine Absaugung, wenn es im Innenraum ist, ansonsten staubt ihr komplett. So, nun fangen wir an, die Flächen zu schneiden bzw. abzuziehen, dass wir keine Ansätze haben, dass ein fließender Übergang ist und dass im Prinzip dann von Beton zu Spachtel alles eben und glatt ist. Das kann man hier deutlich gut sehen. Hier schneiden wir jetzt, wie man gerade sehen kann, die Phase. Wichtig ist an der Phase, dass wir kreisende Bewegungen machen und mit leichtem Druck und von außen nach innen. Nie von der Fläche nach außen, sondern immer in die andere Richtung. Ansonsten würde man die Spachtel rausziehen. Lasst euch dabei Zeit, geht immer noch einmal nach, prüft, so wie ich das jetzt hier gerade mache mit der kleinen Kelle, immer noch mal ein bisschen nachgehen und dann wirklich, dass dann kein Ansatz mehr ist, dass man das dann im Streiflicht dann auch nicht sieht, dass dann irgendwas dran gemacht ist. Wenn wir dann später lasieren, werden wir dann keinen Übergang mehr sehen und man sieht nicht, dass da irgendwas dran gemacht ist. Da es sich hier um eine Sichtbetonklasse 2 handelt, werden wir nicht noch einmal drüber spachteln. Wer nun aber eine extrem feine oder noch eine feinere Oberfläche haben möchte, kann diesen Vorgang, den wir jetzt mit der Betonspachtel Rounder gemacht haben, noch einmal wiederholen. Dazu geht ihr genauso vor, wie das jetzt hier in dem Video beschrieben ist, nur dass diese extrem feiner ist und dann nicht mehr so tief sein wird und ihr nur noch einmal fein drüber ziehen müsst über die Rounder-Spachtel. Wie man mit unserer X-Fein-Spachtel umgeht, das seht ihr in dem Betonkosmetik-Video, der schon auf unserem Kanal online ist. Da ist alles beschrieben von A bis Z, Untergrundbehandlung, Grobkosmetik bzw. Rounder-Kosmetik und dann zweimal mit der X-Fein-Spachtel und danach die Lasur. Das war es auch schon mit unserem zweiten Teil Betonkosmetik Decke Do-It-Yourself selber reparieren zum Thema Spachteln in diesem Video. Wem es gefallen hat, freuen wir uns gerne über einen Daumen hoch. Abonniert gerne unseren Kanal, wenn ihr weitere Videos rund um den Sichtbeton bzw. Mikrozement sehen möchtet. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank. Im dritten und letzten Teil unserer Serie Decken-Betonkosmetik erfahrt ihr dann, wie wir die Flächen schlussendlich retuschieren und richtig hübsch machen. Freut euch drauf. Bis dann. Tschüss, der Kai.